Sie müssen mal früh in die Schule kommen. Da sehen Sie 34 Nationen. Das macht die Schule bunt. Die Lehrer brauchen vor allem als allererstes mal eine große Motivation. Ich finde, das ist sowieso der Schlüssel zu allem. Ich erlebe das jetzt so, dass ganz viele Kollegen kommen, ja, mit einer konkreten Idee oder schon mal, ich habe hier einen Ansatzpunkt, da könnten wir mal weiterdenken. Jede Schule sollte versuchen, so schnell wie möglich ein Konzept zu erstellen, wie mit Sprachlernklassen umgegangen wird. Es ist natürlich schon eine Schülergruppe, die sich unterscheidet von anderen Schülerinnen und Schülern in der Erfahrung, die diese jungen Menschen mitbringen. Ich bin diesen Sommer im Juli pensioniert worden und bekam dann von meinem Schulleiter eine Anfrage, ob ich nicht vielleicht noch bereit und in der Lage wäre, eine Sprachlernklasse einzurichten. Da habe ich mir gedacht, ich probiere es einfach mal. Ausprobieren, versuchen, verwerfen, nochmal wieder von vorne anfangen, Erfahrungen sammeln. Ich habe angefangen mit 7 Kindern und wir haben dann erstmal versucht, uns als Gruppe zusammenzufinden. Die Schule braucht Zeit. Also die Idee, dass man ganz kurzer Zeit Sprachförderung so organisieren kann, dass jemand alphabetisiert wird, am besten noch eine Berufsausbildung macht, das ist schon ein bisschen fantastisch. Ja, wir haben uns dann tatsächlich einen pädagogischen Tag gegönnt, wirklich mit dem ganzen Kollegium, haben vorher mit betroffenen Kollegen überlegt, was brauchen wir eigentlich. Ja, so ist diese Materialerstellung zum Thema Flüchtlinge auch in Gang gekommen. Ich habe dann das Glück gehabt, dass die Integrierte Gesamtschule in Hannover-Linden ein fertiges Konzept hat, was unsere Schule bereit ist, so zu übernehmen und zu überarbeiten. Natürlich sind sicherlich unter der Oberfläche Traumata vorhanden, da bin ich ganz sicher. Aber Schule ist auch ein Ort, der Sicherheit gibt. Es gibt traumapädagogische Handlungsmöglichkeiten. Wenn ein Kind im Unterricht dissoziiert, dann muss ich das wissen und ich kann es auch unterbrechen. Das ist Handwerkszeug, mehr ist es nicht. Nicht jedes Flüchtlingskind ist traumatisiert. Und auch wenn ein Kind traumatisiert ist, bedeutet das nicht, dass es unbedingt eine Traumatherapie braucht. Ich merke diese Fortschritte nach 4 Wochen eigentlich bei jedem der Kinder. Ich habe ein Kind jetzt eine Woche, der versteht Deutsch und der spricht auch schon Deutsch. Es ist wahnsinnig, also was diese Kinder so mitbringen. Wir machen halt, denke ich, einen guten Austausch und schauen mal, wie an anderer Stelle die Fragen angegangen werden, die wir auch haben. Die große Aufgabe für die Deutsche Schulakademie wird sein, aus diesem großen, komplexen Feld die Themen herauszufiltern, die zentral sind. Und dann geht es darum, gute Ideen und gute Modelle ja, in den Transfer zu bringen, in die Breite zu bringen, zu multiplizieren und den Lehrerinnen und Lehrern im Land etwas mitzugeben, was sie nach Hause nehmen können, um es dort auszuprobieren, weiterzuentwickeln und wieder zurückzutragen.